Das oberste Gericht in Washington hat US-Präsidenten grundsätzlich Immunität bei Amtshandlungen zugesprochen. Allerdings gebe es keine Straffreiheit bei nicht offiziellen Handlungen, urteilten die Richter. In der konkreten Sache geht es um die Argumentation der Anwälte von Ex-US-Präsident Donald Trump, der für Handlungen während seiner Amtszeit Immunität geltend macht, insbesondere bei der juristischen Aufarbeitung seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol. Das oberste Gericht verwies seine Entscheidung in dem Fall an eine untergeordnete Instanz zurück. Diese muss nun prüfen, inwieweit sich eine gegen Trump erhobene Klage wegen der Vorkommnisse am 7. Januar 2021 auf offizielle oder nicht offizielle Handlungen bezieht. Die Entscheidung der Richter erfolgte mit den Stimmen der 6 konservativen Richter. Die 3 liberalen Gerichtsmitglieder stimmten dagegen. Ein Prozess auf Bundesebene gegen Trump ist mit der Entscheidung in weite Ferne gerückt. Trump bezeichnete das Votum als großen Sieg für die Verfassung und die Demokratie. Bidens Team erklärte, Trump wolle sich über das Gesetz stellen.